Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Alice. Wir sind gerade mitten im Kampf und ja, also wir probieren es weiter. Ich glaube, ich muss echt ein bisschen mehr auf den Kopf gehen. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr auszuweichen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das so geschafft habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Aua. Nein! Hast du mir gekriegt, ja? Die andere auch. Okay. Oh nein. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay, aber der zeigt mir ja auch total oft dann die Zunge an. Der hat mich jetzt schon wieder geschüttelt. Nein! Doch! Habe ich ihn erwischt? Ich bring dich in den Knast und da wird dich irgend so ein tummer Schläger zu seinem Schatz machen. Und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau? Ex-Irre? Brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische, blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Ist der Ersatz noch gekommen oder nicht? Oh. Wie sie jetzt wieder ausschaut. Ich kann gar nichts machen. Weder klein noch laufen. Wir schauen uns jetzt hier wieder um. Haben wir den einfach vor den Zug geworfen? So einfach, oder? Das könnte so einfach sein, alles. Aber der war echt krass. Also war. Wobei, so schwer. An sich, so schwer war der gar nicht. Ah, Alice.
Wir können nicht wieder heim. Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie's tun. Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher. Einstweilen. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Also, das Spiel sehr packend. Krasse Geschichte, krasse Gegner auch zwischendurch immer wieder. Und richtig, richtig gut gemacht. Schade, dass ich da eigentlich so wenig davon gesehen habe. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber ich empfehle es jedem, also jeder, der das gerne spielen möchte. Ich kann nur positiv berichten. Also manchmal ist es echt ein paar... Man geht oft mal unter. Man stirbt. Beziehungsweise ich sterbe. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Aber ich finde, die Stimmung ist total cool. Die Grafik ist geil. Die Geschichte ist der Hammer. Und sehr empfehlenswert. Also, falls ihr das einfach nochmal durchspielen wollen würdet, dann auf jeden Fall gibt es in Steam und in auf Origin zu kaufen. Ich freue mich sehr. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat. Ob ihr es dann auch mal selber spielen würdet. Oder, na klar, nach dem Let's Play gucken wahrscheinlich ist es eher weniger wieder. Aber es ist sehr cool. Mir ist mega gefallen. Ich würde mich freuen auf weitere solchen Spiele. Und freue mich, dass ihr so fleißig dabei wart, so fleißig kommentiert habt. Und mich da auch sehr unterstützt habt. Ich freue mich sehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und freue mich, wenn ihr auch auf die anderen Let's Plays mal, in meine anderen Let's Plays auch mal schaut. Bis dann, ciao! Let's go.